So, mein Lieben, kurzes neues Video zu den aktuellen Geschehnissen und damit einen wunderschönen guten Tag. Wir beschäftigen uns auf diesem Kanal ja sehr, sehr viel mit der technischen Analyse, wollen aber auch immer diesen Blick auf die andere Seite der Medaille werfen, nämlich was passiert denn so im Gesamtzusammenhang. Und ich habe mich dazu entschlossen, dafür ein ganz eigenes Kapitel bei uns in den Mitgliederbereichen zu machen. Das heißt also, ich möchte da auch fair sein und fair bleiben und hier wichtige Informationen mitgeben, wichtige Anreize und Gedankenimpulse mitgeben, aber quasi so diese letztendlichen tiefgehenden Entscheidungsprozesse, die daraus resultieren würden, die möchte ich dann trotzdem auch einfach intern behalten. Und ich denke, das ist fair, ich denke, das ist vernünftig und trotzdem möchte ich dir hier mit hochwirksamen und sehr, sehr interessanten Informationen zur Seite stehen. Also, wir haben hier eine Seite, die erstmal uns überlädt und reizüberflutet. Das ist die US-Staatsverschuldung oder die US-Schuldenuhr, wie wir es so nennen möchten. Und die zeigt erstmal ganz, ganz viele verschiedene Bereiche an. Und eine Sache, die ist ganz wichtig, nämlich das, was hier oben links passiert. Und das ist die Gesamtstaatsverschuldung. Und wir können mal sehen, wir haben eine 31 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben 12 Stellen hinter den ersten beiden Zahlen. Und da sind wir in einer unfassbar großen Zahlen. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier eine 31,4 Billionen Dollar Schuldengrenze. So, das gilt für die USA. Und wir sehen hier, wir sind bei 31,7. Das heißt, eigentlich sollte bei 31,4 Schluss sein, wir sind bei 31,7. Um diese Uhr, beziehungsweise um diese Gesamtzusammenhänge etwas besser zu verstehen, müssen wir erstmal ganz kurz schauen, wie ist überhaupt dieses Finanzsystem aufgestellt, weil zumindest war es bei mir so, als ich mich angefangen habe, so ein bisschen für Börse und Finanz zu interessieren. Auch vorher habe ich eigentlich gedacht, okay, das heißt, die Politik, die Regierung, die entscheidet ja mehr oder weniger für uns, was gut ist und was wir so im Alltag machen sollen und dürfen und was nicht. Das heißt, die sind dafür zuständig, dass es mir gut geht, dass wenn es mir sehr gut geht, ich andere unterstütze und so weiter und so fort, zumindest bei uns in Deutschland. Und deswegen dachte ich halt auch, dass die Regierung oder der Staat die Kontrolle über die Finanzen hat. Und das war mal so, aber es kam vor allem so in der Nachkriegszeit dann ein konträrer Beschluss, der nämlich gesagt hat, pass auf, wenn der Staat jetzt die gesamte Gewalt hat, auch über Finanzen, und wer das Geld regiert, regiert die Welt. Also Geld ist sehr, sehr häufig auch mit Macht verbunden in unserer sehr kapitalistischen Welt. Dann könnte natürlich es der Fall sein, dass Politiker nicht aus dem oder im Interesse des Volkes agieren, sondern dann kann es sein, dass vielleicht sich auch selber üppig erstmal dann auch genommen wird. Das heißt, da könnte man so Richtung Korruption denken und dass Politiker Entscheidungen treffen, die ihre eigene Tasche voll machen, anstatt die des Staates. Und das ist nicht gut, weil entsprechend, also beziehungsweise der Bevölkerung, das ist nicht gut, weil natürlich die Bevölkerung dafür auch zuständig ist, dass denen ein guter Anreiz geliefert wird, dass wir viel leisten, viel arbeiten, damit wir unseren eigenen Wohlstand erhöhen, damit wir unser eigenes Leben dann auch wirklich sehr, sehr schön gestalten sollen. Und deswegen haben ein Zusammenschluss aus sehr, sehr erfolgreichen, sehr, sehr mächtigen Namen haben dann beschlossen und gesagt, okay, pass auf, wir wollen eine ganz eigene Institution machen, die abseits von diesem Staat-Bevölkerungsding hängt, weil damit ist ausgeschlossen, dass eine Seite die andere irgendwie sabotiert oder die andere ausbeutet und manipuliert, sondern wir können dann schauen, dass wir durch eine ganz eigene Instanz das Ganze in einem Gleichgewicht halten und das Ganze so im Interesse aller dann auch gestalten. Das waren entsprechend sehr, sehr einflussreiche Namen und sehr, sehr einflussreiche Zusammenschlüsse, die gesagt haben, wir bilden eine Zentralbank, und die Zentralbank ist keine staatliche Einrichtung. Häufig denken wir, dass die Zentralbank, weil sie häufig dann auch so mit der Politik oder mit der Wirtschaft so eines Landes direkt zusammenhängt, klar, macht auch Sinn, aber dann ist häufig von uns so dieser Trugschluss, die gehören zusammen. Die Zentralbank, wenn der Staat sagt, der Zentralbank macht das und das, dann macht die Zentralbank das. Das ist eher andersherum der Fall. Die Zentralbank ist eine private, öffentliche Einrichtung, die zugunsten des Staates, aber auch zugunsten der Bevölkerung entsprechend über Finanzflüsse entscheiden soll. So hat sich das Ganze entsprechend auch etabliert, sodass die Zentralbank sagt, pass auf, wenn ein Staat Ausgaben tätigen möchte, dann hat der Staat in der Regel sein eigenes Budget. Und wenn es über dieses eigene Budget hinausgeht, dann kann sie eben bei der Zentralbank Geld leihen. Und dann kann entsprechend dieses Geld, was von der Zentralbank geliehen wird, kann dann genutzt werden, um bestimmte Dinge zu machen. Und dann gibt es Modalitäten, die sind ein bisschen komplizierter, aber so
knapp herunterzubrechen, kann man sagen, es gibt da Modalitäten, die sagen, pass auf, zahl das innerhalb eines Tages zurück und dann ist es sehr, sehr günstig für dich. Zahl das innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen zurück, dann wird es ein bisschen teuer. Und wenn du das langfristig brauchst, dann wird es halt noch teurer. Das ist so runterzubrechen wie das, was wir im privaten Gebrauch nutzen, wenn wir zum Beispiel zu einer Bank gehen und uns einen Kredit nehmen für einen Hauskauf. Ja? Manchmal kannst du sagen, okay, ich zahle es dir in 3 Monaten zurück. Oder du sagst halt, pass auf, ich nehme eine Finanzierung, zahle das aber in sehr, sehr kleinen Raten zurück und dadurch wird natürlich für die Bank deine Zahlungsunfähigkeit deutlich größer und deswegen musst du meistens auch größere Gebühren bezahlen, aber zahlst es über einen längeren Zeitraum ab. All das geht und all das nutzt zum Beispiel auch so ein Staat. Jetzt kann man sich fragen, was für Ausgaben hat denn der Staat? Naja, der Staat hat zum einen die Ausgaben, dass er halt sagt, Punkt 1, wir haben sowas wie eine Infrastruktur, die Straßen. Du kriegst dann in aller Regel keine Rechnung, die dir sagt, pass auf, die Familie Meier, die muss jetzt die Straße, Otto-Hahn-Straße von letzte Woche Mittwoch bezahlen. Dann hat die Familie Müller, die zahlt nächste Woche, dass wir jetzt eine Ampel dahin flexen. Ja, das passiert ja nicht, sondern das wird vom Staat letztendlich bezahlt. Wir haben aber auch viele andere Bereiche wie in der Medizin bzw. in der Pflege. Da wird natürlich viel staatlich finanziert. Wir haben sowas wie das Militär, was halt inländisch und auch ausländisch für Sicherheit sorgen soll. Da haben wir Ausgaben und. Das ist hier in dieser Uhr entsprechend auch zu sehen. Medicare, Social Security, Defense and War. Und wir haben hier Interest on Debt. Das heißt also, das ist die Verzinsung auf die Schulden, die entsprechend der Staat zahlen muss. Und das ist wichtig. Und jetzt hat der Staat natürlich auch selber Geld, zum Beispiel durch Steuern. Durch Steuern wird entsprechend Geld eingenommen. Oder wir haben natürlich auch Staatsanleihen. So, Staatsanleihen sind quasi nichts anderes, als dass der Staat sagt, okay, ich verkaufe quasi einen kleinen Teil von mir selbst, ich verkaufe einen ganz, ganz kleinen Teil, damit kannst du jetzt juristisch nicht viel anfangen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich habe dadurch mit Besprechungsrecht oder ein Stimmrecht irgendwie bei irgendwelchen Entscheidungen, aber ich verkaufe dir einen Teil meiner Staatsanleihen. Und wenn du jetzt letztendlich eine Staatsanleihe kaufst, dann sage ich dir, du kriegst eine feste Verzinsung. Das ist gut, weil im Vergleich zu zum Beispiel Immobilienmarkt oder im Vergleich zum Aktienmarkt oder hast du einfach dann einen definierten und kalkulierbaren Return on Invest. So kriegst du, ist nicht riesig, aber ist halt letztendlich auch nicht null und deswegen kriegst du das von mir und dafür gibst du mir halt Geld. Das heißt also, du kannst wie eine Aktie das Ganze vom Staat kaufen, nur dass die Aktie eine feste Rendite hat. So, und damit kannst du dann letztendlich verkauf der Staat Staatsanleihen. Privatpersonen können das ganz normal handeln, wirklich über die Börsen. Die Privatperson kauft das und hat dann letztendlich ein bestimmtes Zahlungsziel, zum Beispiel 4% pro Jahr, wo sie das zurückbekommt. Und dieses Geld, was dem Staat dann letztendlich zur Verfügung gestellt wird, das kann er halt wieder nutzen. Das Problem ist, dass dieses Geld sehr häufig nicht reicht, weil sehr viel Geld mobilisiert wird, um Technologien voranzubringen, um verschiedene Dinge zu machen und sicherlich kann der Kopf da in Richtung gehen und sagen, dass häufig verschwenderisch mit Geld umgegangen wird, ja, ist halt immer so eine Sache, es ist schwierig von außen das zu beurteilen, wenn du nicht selber da drin steckst, deswegen, es gibt verschiedene Theorien, die so das Ganze sehr, sehr negativ behaften, es gibt aber andere, die halt auch sagen, Alter, ich weiß nicht, wie komplex das ist, deswegen halte ich halt einfach da meine Schnüsse und ich glaube, das ist in aller Regel immer das Allerbeste, wenn man keinen Plan hat, die Schnüsse zu halten, deswegen, es ist einfach so, dass viele Ausgaben getätigt werden müssen, das heißt, hier geht der Staat dann wieder zur Federal Reserve, also die USA, und sagt, pass auf, ich habe zwar ein Einkommen und ich habe zwar Geld, aber das reicht nicht, deswegen brauche ich Geld von der Federal Reserve, von der Zentralbank. Und die Zentralbank hat dann halt gesagt, ja, pass auf, du kriegst Geld, stelle ich dir zur Verfügung, du musst mir das halt aber auch irgendwie zurückzahlen und deswegen musst du halt dann die Zinsen zahlen. So macht die Federal Reserve dann ihr Geld, das heißt also auch damit können dann wieder entsprechend Arbeitsplätze geschaffen werden, kluge Denkerinnen und Denker, die sich darüber Gedanken machen, wie viel Geld sollte ich geben, weil je mehr Geld die Fed zur Verfügung stellt, das ist dieses sogenannte Gelddrucken, dieser Prozess, desto mehr Geld ist im Umlauf und desto teurer werden in aller Regel dann Dienstleistungen, Produkte und so weiter und so fort. Damit steigt entsprechend die Inflation. Und das ist halt so ein Punkt, eine kleine Inflation ist gut, weil wir dadurch eine größere Wirtschaftsleistung garantieren und so eine Konjunktur, ein Wirtschaftswachstum, das ist gut, aber wenn die Inflation zu groß wird, dann haben wir das Problem wie jetzt im letzten Jahr, dass das Ganze unkontrollierbar ist und die Kosten explodieren und wir das teilweise gar nicht mehr stemmen können, weil das Geld kommt halt nicht direkt bei der Privatperson an,
aber die Privatperson muss die Kosten tragen. Das heißt also, wenn mehr Geld zum Beispiel im Umlauf ist und das mehr Geld, was im Umlauf ist, dazu führt, dass Dienstleistungen und Produkte teurer werden. Die USA gibt ja nicht direkt der Privatperson 500 € und sagt, oder $500 und sagt, komm damit klar, diese Finanzspritze gibt es auch, aber die Haushalte müssen letztendlich das durch Arbeit verdienen, die entsprechend taxiert werden, die versteuert werden und das Geld, was dann halt übrig bleibt, muss für teurere Dienstleistungen und Produkte dann irgendwie entlassen werden oder entgleiten. Und das ist so ein bestimmter Punkt, warum die Federal Reserve damit auch Profit macht, damit sie Menschen beschäftigen kann, die sich darüber halt Gedanken machen. Jetzt ist es aber so, dass der Staat sich relativ viel Geld nimmt und die Federal Reserve sagt, das wird ja in einem kompletten Ungleichgewicht enden. Das ist ja nicht gut. Und deswegen gibt es eine sogenannte, dieses US Debt Ceiling auf Englisch. Und das ist entsprechend diese Schuldenobergrenze. Und die Schuldenobergrenze sagt, die USA darf sich so und so viel Geld nehmen und dann ist erstmal Schluss. Ja, und dann müssen die erstmal selber klarkommen und sich erstmal wieder kreditwürdig erweisen und liquide machen, damit sie mehr Geld für uns bekommen können, damit die uns das Geld auch zurückzahlen können. So, dieses US Debt Ceiling, diese Schuldenobergrenze, die wurde bereits schon seit Einführung dieser Wirtschaftsbeziehungen um 80 Mal nach oben korrigiert. Und jetzt ist es wieder so, dass wir dieses Schuldenziel, diese Obergrenze, die wir hier hatten, die wurde im Januar diesen Jahres wieder erreicht und die liegt hier bei 31,4 Billionen US-Dollar. Und das wurde wieder erreicht. Und jetzt ist halt die große Frage der Fragen, wir sehen hier, die ist schon deutlich überschritten. Was passiert jetzt? So in den nächsten Wochen und Monaten hat die USA das gesamte Kreditlimit deutlich überschritten. Und dann stehen wir wieder vor dem gleichen Prozess. Aber da ist halt auch wieder die Sache, die Federal Reserve, die sagt eigentlich, das reicht. So, du hast genug Geld bekommen, jetzt komm mal selber klar. Ja, das geht nicht mehr anders. Jetzt ist halt die Sache, wie ist da diese Machtverteilung? Das ist eine Sache auch dessen, was du glaubst, beziehungsweise auch, welcher Weltordnung du letztendlich so deine Aufmerksamkeit schenkst, weil wir haben halt ja auch hier wieder den Senat, der sehr, sehr stark in den USA dafür spricht, zum Beispiel auch Präsident Biden, der halt sagt, es ist indiskutabel, wir brauchen mehr Geld, also müssen wir mehr Schulden machen. Auf der anderen Seite haben wir Republikaner, die sagen, ja, das ist eigentlich nicht im Sinne des Zweckes, das funktioniert nicht, das geht nicht gut. Und deswegen ist halt auch da wieder die Sache, dass die Federal Reserve sehr wahrscheinlich gar nicht so dieser Entscheidungsträger ist, sondern viel eher die Politik, die halt sagt, nehmen wir jetzt neue Schulden auf oder nicht, und die Federal Reserve dann eben entsprechend wieder den Geldhahn aufmacht, also das neue Geld druckt. Was passiert, wenn Geld gedruckt wird? Das haben wir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten oder vor allem in dieser letzten großen Krise deutlich gesehen. Wir haben Assets, die davon stark profitieren. Wenn kein neues Geld gedruckt wird, dann verfällt die USA in eine Zahlungsunfähigkeit. Und die Frage, was passiert bei einer Zahlungsunfähigkeit? Naja, zum einen die US-Staatsanleihen, da quasi die Gläubiger, die das Ganze gekauft haben, die Staatsanleihen besitzen, die laufen dann Gefahr, kein Geld dafür zu bekommen. Die laufen in Gefahr, dass ihr Geld vielleicht im besten Fall zurückkommt, aber die Zinsen halt ausfallen. In dem nächsten Punkt haben wir das Problem, dass alles, was durch Staatsgelder finanziert wird, dass diese Arbeitsplätze beispielsweise wegfallen könnten, weil woher soll das Geld dann kommen? Und wenn die wegfallen, haben wir auch wieder weniger Einnahmen, die versteuert werden können, die wieder zu weniger Staatseinnahmen führen. Das ist ein Teufelskreis, weswegen wir dann Richtung Rezession blicken müssen. Und das Thema Rezession, das hatten wir auch schon auf diesem Kanal und da haben wir auch schon darüber gesprochen, was Sinn machen kann in einer Rezession. Deswegen, ich will hier auch sehr, sehr gerne mit den Menschen arbeiten, die diesen Kanal hier auch aktiv verfolgen. Es macht Sinn, diesen Kanal hier aktiv zu verfolgen, zumindest meiner Ansicht nach, weil ich mir wirklich große Mühe gebe. Naja, auf jeden Fall haben wir da das ganz große Problem, dass dann sehr, sehr stark die Wirtschaft zusammenbricht. Und wenn du so im Internet mal nachschaust, was passiert, wenn die USA in diese Schuldenfalle kommt, dann wird häufig davon gesprochen, naja, dann werden die erstmal von neuen Schulden ausgeschlossen, können sich erstmal nicht so leicht mehr Geld beschaffen, bis die überhaupt erstmal wieder klarkommen. Was passiert, wenn staatliche Einrichtungen ihr Geld verlieren? Dann werden wahrscheinlich die Menschen etwas mehr Macht bekommen, etwas mehr Eigentum einnehmen können, die Geld haben. Das heißt also, große, große private Einrichtungen oder Menschen mit großem Vermögen, die können dann entsprechend wieder mehr Dinge sich auch einkaufen und damit halt mehr besitzen und damit halt entsprechend die Wirtschaftsleistung ankurbeln, bis letztendlich durch dieses
mehr Geld, was dann erschaffen wird, mehr Steuern eingenommen werden, der Staat zu mehr Liquidität kommt und damit wieder neue Schulden aufnehmen kann. Sowas kann passieren. Sowas kann sein. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass in solchen Fällen quasi sowas auftritt. Das ist nicht das einzige Mal, wo wir durch Privatpersonen eine Rettung der Wirtschaft haben. Und wer sich dafür interessiert, ich habe immer mal wieder auf meinem Instagram-Kanal Gedankenanreize, immer mal wieder auch Dinge, die abseits vom Mainstream sind, die sich mit diesen Dingen beschäftigen und wo man da halt schauen kann, was profitiert am meisten davon. Und das ist halt eine wichtige Sache. Das heißt also, wenn du dich jetzt fragst, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird, ob der Markt jetzt zusammenbrechen wird, dann musst du dich erstmal fragen oder erstmal darauf warten, was passiert hiermit? Ja, was passiert? Wird eine neue Schuldenobergrenze eingeführt, wird neues Geld gedruckt, dann werden wir keinen Crash sehen. Dann kommt kein Crash zustande, dann kannst du den DAX shorten, wie du möchtest, das Ding wird weiter nach oben gehen. So, wenn aber letztendlich da der Hahn zugemacht wird, dann könnte es sein, dass durch diese Verknappung erstmal die Zinsen nach oben schießen, weil natürlich das Geld dann wertvoller wird, was nicht mehr einfach so in den Umlauf kommt. Dadurch muss der Staat erstmal wieder Geld einnehmen, durch die Banken beispielsweise, durch die Kredite, um letztendlich wieder liquider zu sein. Das heißt, da werden höhere Zinsen sehr wahrscheinlich fällig. Und da kann es dann halt Sinn machen, wenn höhere Zinsen quasi an die Märkte kommen, dass wir nicht unbedingt super, super, super dick in Assets drin sind. Ja? Und das kann man sich dann mal anschauen. Und ich denke, damit haben wir jetzt schon sehr, sehr viel und sehr, sehr Gutes auch überblickt. Und wie du siehst, das Ganze ist ein bisschen komplizierter und weitreichender, als man sich vorstellen kann. Und ja, in diesem Sinne, glaube ich, haben wir sehr, sehr wichtige Dinge hier besprochen, die für dich für die nächsten Wochen auf jeden Fall ein deutliches Augenmerk richten können und wo du weißt, wo der Hahn letztendlich dann aufzudrehen oder zuzudrehen ist und was dann vernünftige Entscheidungen sind. Das war's von mir. Ganz liebe Grüße, dein Trading Dom. Ciao, ciao.